That circuit breaker inside the antenna. The cult was stealing them. They probably had tons of... I'm sure it was what was blocking the submarine's communication. The sect seems to know more than what Matthew imagined. He thought the devotees met at the Assumption Church. I will try my luck there. Okay. Jetzt haben wir diverse Sachen wieder auf unserer To-Do-Liste. Und wir müssen immer dran denken, dass wir jetzt das Wetter beeinflussen können. Also wir können Sturm machen, wir können Schnee machen. Wir wollen zu der Cathedral. Wir können zu dem einen Haus gehen. Wir können im Restaurant jetzt noch den einen Raum angucken. Haben wir jetzt eigentlich zwei Circuit Breaker? Eingangscode der Bursmee finden. In die Himmelsfahrtskirche gelangen. Und natürlich noch schauen, was hinter dem Stecker ist. Hinter dem Stecker. Hinter dem, hinter der Tür. Reden wir nicht drüber. Hinter der Tür beim Restaurant. Zu viele Stromkreisunterbrecher. Ich werde schon ganz wuschig. Let's go. Okay. Oh, erst kommen bestimmt bald wieder Feinde, ne? Kurz gucken, ob wir was Neues haben. Ich glaube aber nicht. Und welche Muni wir drin haben. Na, ich will erstmal wieder ein bisschen mit der normalen. Es ist auch noch derselbe Tag. Hier kommen wir ja auch noch weiter mit dem Hebel. Aber gut, wir gehen erst ins Restaurant, dann schauen wir uns hier weiter um. Dann haben wir noch den Hebel für die andere Stelle. Alles, alles gute Punkte. So, jetzt aber. Das ist quasi ein Durchgang. These docks look different. This side must be less frequented by tourists. Oh, es ist schon spät. Verlorene Münzen. Ah, zur Herstellung von Munition. Ich will doch nur durch so ein Touristending gucken. Ein Schrein. The sect has already been there. Ja. They were really harassing people wherever they were. Oh, they wieder ein neues Band. To leave their little gifts everywhere. Okay. Gucken wir mal. Erkenne uns an. Oh Gott, das ist lang. Residents of Saint-Exil, I observe you and I see great suffering in you. You are deeply sad and yet you persist in not wanting to acknowledge it. The situation here has been deteriorating for years, and no one has come up with solutions to your problems. No one wants to face it, but our village is sick at heart. Here and there, some think that a curse has befallen our lands. Well, these people were right. Saint-Exil is not just a village. This place has a soul. If you've lived here long enough, you've definitely felt it shining through its walls, trees, and cobblestones. At least you could feel it. Something has changed, and it has for too long. A dark and silent poison proliferates in the veins formed by our alleys and ends up washing up at the foot of our doors, contaminating us a little more each day. Saint-Exil is not just a village, and its creation is no accident. The ancients never doubted it. Someone, or rather something, greater than us, decided to gather us here a long time ago. He made us build this village and protected our ancestors in exchange for his benevolence. Some of us honor him for that. It is the same entity which today has decided to call you to order and punish you. Unlike you, I never doubted its existence and its great power. It shows... I should keep an eye on the time. He
wie sie sie einfach unterbricht. Naja. Shepherd, bathed in the light of his wisdom. Join us, so that this nightmare finally ends. From now on, you are aware. This door can be unlocked from the other side. Dachte ich mir fast. Hier hätten wir auch wieder das Wetter ändern können. If you don't bend to his will, you'll end up paying for it. Only one possible solution is offered to you. Obey. Okay. Sie hat aber einen guten Punkt. Es wird tatsächlich schon spät. Aber wir können da auf jeden Fall auch noch was mit dem Schnee machen. Das sollten wir auch noch mal durchprobieren. Aber wir haben tatsächlich ein bisschen eine tickende Uhr für heute. Der Tag ist so schnell vorbeigegangen mit dem Kleiderwechseln. Vielleicht können wir uns noch kurz da drüben umsehen, bevor wir zurück müssen. Ach, an dem Brunnen können wir wahrscheinlich auch wieder, ne? Die Jahreszeit ändern. Oh. Können wir danach den Hebel klauen wieder? This bridge could do with a nudge. The lever is pushed, but the bridge seems stuck and could do with a nudge. Okay. Können wir den Hebel wieder mitnehmen? Nicht? Oh, ich dachte, damit können wir vielleicht noch die andere Brücke benutzen. This one is the easiest, I'm sure of it. Oh, ich glaube, dafür haben wir keine Zeit mehr. Eine Rätselpassage wahrscheinlich nicht mehr. Ich wollte mich hier nur noch mal grob umsehen. Aber ich sehe schon, hier gibt es viel zu entdecken. Okay. Ja, das sollten wir wahrscheinlich dann beim nächsten Mal machen, weil wir müssen jetzt die Rückreise noch mit einberechnen. Nothing. Und ich will nicht wissen, was passiert, wenn wir jetzt nicht zu Hause sind. Deswegen sind wir auf den Heimweg. Mehr Rätsel für morgen. Ich hätte wahrscheinlich nach dem Kleiderwechseln einfach schlafen sollen. Wobei mich eigentlich schon einmal interessieren würde, was passiert, wenn wir noch unterwegs sind. Wir lassen den Stromkreisunterbrecher mal stecken, würde ich sagen. Vielleicht haben wir ja sogar einen zweiten inzwischen. Oh no. Wieder nicht geschafft auszuweichen. Ich übe jetzt mal das Ausweichen. Okay. Wir müssen nämlich langsam mal üben, mit der schlechteren Munition besser umzugehen. Und mit wir meine ich natürlich wie immer mich. Dass wir am besten die gute Munition einsetzen an Tagen, wo wir schon ein bisschen Schaden bekommen haben. Oh, warum flackert die Lampe so? Wir haben jetzt gespeichert. Nein, wir wollen natürlich nicht rausfinden, was passiert, wenn wir zu spät noch unterwegs sind. Nein, nein. Wir sind verantwortungsbewusst und gehen jetzt natürlich schlafen. Also 19 Uhr ist ja auch eine Zeit, wo man dann mal lieber ins Bett geht. Ich weiß immer noch nicht, was wir mit dem Zahnrad machen müssen, ne? Hm, komischer Radiergummi auch. Und wir haben jetzt diesen zweiten Stromkreisunterbrecher, ist voll gut. Vielleicht können wir die Chips unterwegs für Health essen. Sieht zumindest so aus, da war ein Herzchen daneben.
Ja, schade, dass wir den Hebel nicht wieder mitnehmen können. Ich hätte den sehr gern für das andere, für die andere Brücke auch noch benutzt. Punkt 8 Uhr morgens. Ja, jetzt ist die Frage, können wir jetzt eigentlich auch zum Leuchtturm gehen, weil das Signal nicht mehr unterbrochen wird? Ach, es gibt so viele spannende Sachen. So viele Orte, wo wir jetzt hin können, so viel, was wir jetzt erfahren können. Erstmal noch Munition mitnehmen. Eine ganze Munition haben wir bekommen. Okay, wir müssen da echt sparsam mit umgehen. Und wir müssen halt noch so ein bisschen mit diesem Winter und so jetzt spielen. Frag mich, was sich zum Beispiel so am Leuchtturm verändert, wenn wir Winter machen. Aber wir bleiben erstmal bei einer Sache, würde ich sagen. Wir bleiben jetzt erstmal da unten am Pier und gucken uns da einmal sehr, sehr sorgfältig um. Ah, wisst ihr, was ich mir vorstellen kann? Dass hier hinten die Tür, wenn es Winter ist, auch eingeschneit ist und dass man deswegen vielleicht dann mit dieser Leiter drüber klettern kann in eine Einrichtung. Hat er mich sonst auch gefragt, ob ich die Pilze überhaupt mitnehmen will? Warum fragt er mich das diesmal? Nur wenn ich Pilze sehe, dann nehme ich die natürlich mit. Ja, was nein? Hallo? Only one destination for you? Ja. My bag. Meine ich aber auch. Das meine ich aber auch. So, also wir haben da unten wieder so ein Rätsel für eine Museumsmünze. Das heißt, wir kommen wahrscheinlich irgendwann in ein Museum, wo wir es brauchen. Also mehrere Münzen dann, I guess. So, jetzt haben wir nämlich Ruhe und keinen Zeitdruck. Ja, der Tag ist jung. Wunderbar. Wir lassen es erstmal beim Sommer, aber theoretisch können wir da auch Winter machen. Wir haben dann Durchgang. Wir gucken uns aber erst hier vorne um. Wieder Reusen, wieder unsere schöne Bank. Welcome to one of the original creations from George Workshop. Okay. Ich möchte erstmal wieder durchkommen. Dürfen alle nicht, oder was? The prizes obtained do not engage the responsibility of George Workshop. The event of bodily injuries or even severe burns. Bewegen sich aber alle nicht, ne? Also die Würfel bewegen sich diesmal überhaupt nicht. Wir waren gar keiner Position. Oh, irgendwas. Würfel bewegen. I'm confused. Links die Dinger funktionieren wenigstens. Unsere Möglichkeiten sind auch ein bisschen begrenzt hier, oder?
Egal, wo ich das Ding hinbewege, die äußeren Dinger bewegen sich halt nicht. That's confusing me very much. I hope to see you again. You'll figure this one out easily, I hope. Das andere haben wir so einfach hinbekommen. Aber ich darf ja die ganze Zeit die Blöcke nicht bewegen. Oh, wait. Mit dem Ding kann ich die bewegen? Oh. Okay. Habe ich das? Das sollen wir aber nicht bewegen. Vielleicht habe ich es mir jetzt auch schon irgendwie festgefahren. I hope good luck with this puzzle. Okay. Die Richtung zeigen, in welche Richtung man die Blöcke schieben kann dann. Aber warum kann ich den dann jetzt nicht nach links und rechts schieben, frage ich mich. Jetzt habe ich es mir eigentlich schon wieder verbaut hier unten, oder? Muss doch irgendeinen anderen Weg geben. Let's meet in my very own George workshop to collect your prize. Well, if you can solve it. Jetzt doch andersrum gebraucht. Moment mal. Ah, ich hätte es doch andersrum gebraucht, ne? Weil wenn ich es jetzt... Aber warum darf er denn jetzt nicht wieder schieben? I'm very confused. Also bald einer von denen nicht mehr schieben kann, oder was? I hope okay. You'll figure this one out easily, I hope. Nein! Nein! Ich wollte nicht. Ich wollte die wechseln. So kriegen wir den da aber nicht rein. You know it as well as I. The devil hides in the details. The solution of this puzzle too. Ja, das glaube ich dir. Nein! Nein, ich wollte nicht raus. Ich war so nah dran. Ich war so nah dran. Ah, oh, ich glaube, ich hatte es kurz auf euch. Ich will immer die falsche Taste zum Wechseln drücken. So. Weiß ich nicht, ob ich es nochmal hinkriege. Und rum. So. Let's meet in my very own George workshop to collect your prize. Well, if you can solve this. Nee, ich hab's schon wieder falsch rum, ne? Wollte mich eigentlich umdrehen. Und irgendwie wird's dann auch noch nicht klappen, ne? Oh Gott.
For each coin you can get, a prize awaits you near Nico the Robot in George's workshop.